Es ist nach Detroit die erste Messe im Jahr. Und insofern ist natürlich ein Thermometer, wie das Klima im Automarkt aussieht. Und natürlich auch die Möglichkeit, sich in Europa zu präsentieren. Deswegen ist Genf immer eine sehr wichtige und auch eine sehr sympathische Messe für uns. Nun, wie Sie hier sehen können, basiert es natürlich auf der V-Klasse, aber bietet jetzt einen vollelektrischen Antrieb, der bis zu 400 Kilometer Reichweite verspricht. Insofern also ein Fahrzeug, was für den urbanen Betrieb fantastisch geeignet ist, für die ganze Familie oder auch natürlich im kommerziellen Einsatz für Hotels und vieles mehr. Das Auto, was unsere Elektrooffensive ganz wichtig noch ergänzt. Nun sind ja zwei Felder, in denen wir Zusammenarbeit angekündigt haben. Das ist zunächst einmal die Mobility on Demand, das heißt also die Möglichkeit, Fahrzeuge, die man nicht besitzt, zu nutzen, auf verschiedenen Plattformen. Hier haben wir zwischen den beiden Häusern unterschiedliche Ausprägungen gehabt. Wir waren im Ride-Hailing zum Beispiel sehr, sehr stark unterwegs. BMW beispielsweise im Parking und im Charging in den entsprechenden Plattformen, die dieses unterstützen. Beide waren wir im Carsharing unterwegs. Insofern sind wir zum Teil komplementär, zum Teil ergänzend, substituierend hier in eine sehr interessante Zusammenarbeit eingestiegen, um die vorherrschende Stellung, die wir bisher jeweils in Europa schon haben, in Summe auch über Europa hinaus ergänzen können. Es gibt bereits jetzt 60 Millionen Kunden auf den gemeinsamen Plattformen, 14 Marken insgesamt, und das ist natürlich eine tolle Basis für weiteres Wachstum. Zuletzt haben wir darüber hinaus kundgetan, dass wir uns auf dem Weg zum automatisierten Fahren in verschiedenen Levels Zusammenarbeit vorstellen und realisieren wollen. Auch dies ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, weil autonomes Fahren ein zentrales Thema der Zukunft sein wird.